Hallo und herzlich willkommen zu heutigen Video von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich diesen sehr schönen Seelenwärmer gestrickt habe, dieses Mal. Aus einzigen Knäuel von Bariwol Colorful Alpaka mit extra fein Merino Wolle. Zusammensetzung ist 50% Alpaka fein, 25% Baby Alpaka, 15% Wolle, es ist extra fein Merino Wolle und 10% Nylon. Wunderschön weich, kratzt überhaupt nicht. Die Farbe ist 146. Stricknadel werden empfohlen 5 bis 6 mm. Ich habe mit 5,5 mm gestrickt und wie gesagt nur aus einem Knäuel. Das wollte ich einfach für meine Schulter, für meinen Rücken einfach was Schönes, Warmes für Winterzeiten machen. Und also ich finde, es ist ganz toll gelungen. Wie gesagt, Nadelstärke 5,5 mm, ein Knäuel, nur einen einzigen mit 100 Gramm, der hat 400 Meter Lauflänge. Begonnen habe ich mit der graue, also von innen. Man kann natürlich von außen beginnen, es ist egal. Und zwar, also ich habe einfach so quer gestrickt. 80 Maschen habe ich angeschlagen. Das ist für diese gesamte Breite. Die Breite beträgt 50 cm. Von der Länge ist mein Seelenwärmer 1 Meter. So, dann wir schlagen 80 Maschen an und stricken einfach 4 Reihen kraus rechts. Ab 5. Reihe wird gestrickt, 5 Maschen kraus rechts, komplett an beiden Seiten und 70 Maschen. Also diese 70 Maschen stricken wir glatt rechts. An einer Seite rechte Maschen, auf der Rückseite nur die linke Maschen. Und diese 5 Maschen seitlich werden die komplett kraus rechts gestrickt. Das Ganze wiederholen wir, bis wir 180 Reihen erreichen, für meine Größe 38. Und ab Reihe 181 bis 184 wieder alle Maschen kraus rechts stricken und in die Reihe 185 habe ich alle Maschen so gemacht. Dann die ganze habe ich zusammengelegt, einfach in die Hälfte so geteilt. Und mein Naht beträgt wirklich nur ein paar Zentimeter. Nur 2 cm von beiden Seiten. Das sind ja 4, 5 Reihen. Dadurch, den Seelenwärmer ist an Schulter liegt sehr schön locker, sieht einfach schön aus, ganz leicht und ja, vor allem absolut warm. Den Seelenwärmer können Sie natürlich aus jedem anderen Colorful Alpaka Knäuel stricken. Es gibt momentan 4 aktuelle Farben, aber es kommen noch 2 neue Farben dazu bald. Und würde ich mich sehr freuen, wenn ihr Onlineshop bariwol.de besuchen, sich umschauen und vielleicht was Schönes für euch
findet. Von der Stricknadel, man könnte im Shop finden Sie auch zum Beispiel verschiedene Stricknadeln. Ich habe meinen Seelenwärmer von Knit Pro Zink gestrickt. Das ist 5,5 mm. Die sind in Braun. Man kann natürlich auch Linie Royal auch stricken. Der hat aus Bambus diesen grünen Teil. Den Seil dreht sich um 360 Grad, also ist es absolut flexibel. Aber das Seil kann man nicht austauschen, das ist fest. Aber was schön daran ist, die Nadel dreht sich um 360 Grad um den Seil oder Seil um den Nadel. Genau. Und bei Zink-Stricknadel, Sie können natürlich den Seil austauschen und beliebige Seillänge anbringen. Im Online-Shop finden Sie beide Nadeln in verschiedenen Nadelstärken und das lohnt sich anzuschauen, reinzuschauen und ja, was Passendes für euch zu finden. Also ich finde Knit Pro Royal sind etwas leichter als Knit Pro Zink, weil die sind komplett aus Metall und die sind teilweise aus Metall, teilweise aus Holz. Also die Nadeln sind einfach klasse. Also ich finde beide sind absolut schön. So. Soweit dazu. Beim Knit Pro Zink ist die Spitze etwas schmäler, also nicht so rund wie bei Knit Pro Royal. Knit Pro Royal ist etwas runder in dem Bereich und Knit Pro Zink hat dieses leichten abgerundeten Form. Für den Seelenwärmer braucht ihr eine Stricknadel 5,5 mm, zwei Maschenmarkierer und einen Knäuel von Colorful Alpaka von Barry Wohl. Und für mein Beispiel schlage ich beliebige Maschenanzahl. Bei meinem Seelenwärmer haben wir 80 Luftmaschen angeschlagen. Ich stricke ersten vier Reihen, nur kraus rechts, alle Maschen rechts von beiden Seiten. Die Randmasche stricke ich links. Arbeit wenden. Erste Randmasche hebe ich ab zweiter Reihe und alle Maschen wieder rechts stricken. Randmasche rechts.
und noch eine Reihe, die vierte, kraus rechts, Randmasche abheben, alle Maschen kraus rechts stricken, also rechts stricken bzw. so. Randmasche links. So, ab jetzt stricke ich 5 Maschen kraus rechts, die letzten 5 Maschen auch kraus rechts. Alle Maschen, die dazwischen liegen, auf der Rückreihe. Nur linke Maschen. Erste Masche abheben, zweite Masche, dritte, vierte, fünfte. Setze ich meinen Maschenmarkierer und 1, 2, alle Maschen links stricken bis zu letzten 5 Maschen, bis zu den letzten 5 Maschen. So, dann wieder einen Maschenmarkierer und die 5 Maschen stricke ich kraus rechts. Die letzte Randmasche links stricken. Arbeit wenden und das Ganze wiederholen wir. Einfach 180 Reihen. Erste Masche abheben, 5 Maschen kraus rechts. Maschenmarkierer, wir sind auf der Hinreihe, alle Maschen rechts. Ich stricke in der Hinreihe rechts verschränkt. Das ist einfach für mich einfach und leichter. Ihr könnt klassisch von hier Masche stricken, aber ich mag einfach rechts verschränkt stricken. So, Maschenmarkierer rüber und die letzten Maschen kraus rechts stricken. Letzte Masche links. Arbeit wenden, Rückreihe, erste Masche, Randmasche abheben, 4 weitere kraus rechts stricken, Maschenmarkierer auf der anderen Seite, alle Masche links stricken bis zum nächsten Maschenmarkierer. So. Maschenmarkierer rüber und weitere 4 Maschen kraus rechts stricken und die letzte Randmasche links stricken. Ja, im Prinzip das war's. Und am Schluss, also falls 180 Maschen wieder gestrickt sind, stricken wir einfach noch 4 Reihen kraus rechts wie am Anfang. Einfach alle Maschen schön kraus rechts stricken. Maschenmarkierer brauchen wir nicht mehr. So. Den zweiten Maschenmarkierer braucht man nicht. So, und
So, die letzte Masche immer noch links stricken und auf der Rückreihe genauso alle Maschen rechts stricken. Vier Reihen. In der fünften Reihe bzw. in der 185er Reihe schließen wir alle Maschen, ketten wir alle Maschen ab. Randmasche links. Noch eine vierte Reihe, kraus rechts stricken, letzte Masche links, so, und dann in der Reihe schließen wir alle Maschen ab, erste Masche abheben, zweite Masche stricken, nicht zu fest, bitte abketten, eher lockerer, also Masche stricken, über die andere Masche durchziehen. Also einfach klassisch abketten, aber wichtig ist, Maschen bitte nicht fest stricken, lockerer, damit denn der Rand nicht so durchgezogen erscheint. So muss es aussehen. Bei dem Seelenwärmer ist natürlich entscheidend, ist die Wolle. Super warm, schön kuschelig, weich und kratzt überhaupt nicht. So. Genau. Die letzte Masche stricke ich links und ziehe ich komplett durch. Damit habe ich meine Arbeit beendet. Also das ist mein Beispiel. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr Online-Shop Bariwol besucht. Und ja, bitte kommentieren, falls ihr etwas unklar ist oder wenn es euch gefallen hat, würde ich auch natürlich sehr freuen über eure Kommentare. Manche schreiben mir und ich freue mich immer wieder, wenn jemand ja, zufrieden ist. Und vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!